Liebe Richterin, liebe Richter des hohen, ehrwürdigen Plattengerichts, ich bin's wieder, euer Plattenanwalt Simon. Heute mit einer kurzen Zuschauerpoll-Umfrage-Ergebnis-Präsentation und im zweiten Teil zwei aktuelle Plattenveröffentlichungen im Threefold, nämlich die aktuelle Depeche Mode und die aktuelle, der Name ist mir immer so ein bisschen schwer zu merken, ne? Villagers of Ioninna City, so muss man es sagen, genau. Die Zuschauerumfrage hatte ich ja gestellt anlässlich des etwa einjährigen Bestehens dieses Kanals euch mal aufgefordert oder gebeten, mal eure Top 5 Alben mir mitzuteilen. Und das haben dann auch zwei Zuschauer gemacht, die beide übrigens Thomas oder Tommy heißen. Kann das alles Zufall sein? Einmal Tommy, der Musikfreak, der dann auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal nämlich ein Video dazu gemacht hat. Ich muss es trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Er hat es auch per E-Mail geschrieben. Und der Thomas aus Berlin. So, eine also sehr repräsentative Umfrage. Man kann dann also dazu sagen, jeder hat 5 hier genannt. Kein Künstler, Künstlerin ist doppelt. Also haben wir 10 mal Platz 1 sozusagen, wenn man es nochmal hochzählt. Ich fange auch mal gleich eben an. Ne? Vielleicht erstmal hier mit dem Tommy, dem Musikfreak. Also, 5 Alben war, wie ihr sagt, eben schwer auszuwählen. Erstens Toten Hosen auf dem Kreuzzug ins Glück. Er hat auch kurz geschrieben und jeweils das lese ich vor, warum. Ne? Abwechslungsreich mit kleinen Geschichten, erzählt von Gerd Polt und mit schöner Blasmusik. Von den Biermüsseblasen unterlegt, das Richtige für einsame Nächte auf einer Insel. Ich finde das Album auch toll, ist vielleicht mit meinem Lieblingshosenalbum. Nach der Kauf mich, die finde ich nur vielleicht noch einen Tacken besser, aber bin ich voll dabei. War auch die erste Tour, wo ich die Hosen damals live gesehen habe. Und das Album, das lief damals eben rauf und runter. Muss ich echt sagen, auch bei den ganzen Kumpels überall, das war ein sehr präsentes Album. Dritte Wahl, Auge um Auge. Dritte Wahl ist auch eine Band, die mich seit meiner Jugend begleitet. So ein Sound wie auf dem Album hatten sie nie wieder. Einfach perfekt, roh und rotzig. Übrigens gibt es auf ihrer Homepage alle Alben auf Vinyl für gutes Geld. Immer gut, danke für den Tipp. Kommen wir nachher auch nochmal an anderer Stelle dazu. Dann Stooges, das Debütalbum. Ich bin ein Fan von Iggy und habe mich hier für das Debüt entschieden. Es sind eigentlich die ersten 3 Alben von den Stooges genial, obwohl ich finde, dass man bei Raw Power schon sehr den Einfluss von Bowie raushört und das Album gemixt hat. Das Debüt dreht sich einfach am häufigsten bei mir, verstehe ich super. War auch mein erstes Stooges-Album, was ich mir früher mal auf CD geholt habe. Allerdings bin ich eher bei der hier mit TVI und so, heißt sie denn? Heißt die TVI, ne, die rote mit dem geilen Gatefold-Cover und das Album. Ja, ich weiß auch nicht warum. Der Sound, ich finde den Sound von dem Album. Aber klar, das Debütalbum, auch ganz, ganz starke Songs drauf. Also Klassiker, ganz klar. Dann, das ist auch interessant, The Doors, Live at the Matrix. Bei den Doors habe ich mich schwer getan, welches Album ich nehmen soll. Bei der Plaza San Francisco so und so, da gibt es also verschiedene Konzerte, Matrix, ich glaube auf 2 Tage verteilt, haben die 4 Konzerte gegeben oder so. Das erste hat bei mir die Nase vorn, Klammern, ich weiß auch, dass bei dir die Platten in deiner Doors-Sendung nicht so gut abgeschnitten haben. Ich mag total diesen einfach reduzierten Sound, dieser Kneifenstimmung, ja, ist was dran. Und die Matrix-Tapes waren früher eigentlich, glaube ich, nur als Bootleg verfügbar. Und dann irgendwann kamen die ersten offiziellen Veröffentlichungen. Ich hatte das, meine ich, auch damals irgendwann mal schon vor ungefähr 10 Jahren bei Amazon bestellt. Da war es so, dass die Downloads sofort kamen, aber der Tonträger, ich glaube, das war sogar noch als CD, ich bin mir nicht ganz sicher, nie. Den hat Amazon nie geliefert und wollten mir dann die MP3s einfach nur berechnen und dann gab es hin und her und so. Naja, da konnte ich mich also dann... haben sie es dann doch erlassen, weil das so geht es ja nicht. Ne? Man verkauft einen Tonträger, stellt vorab die MP3 zur Verfügung und rechnet danach nur die MP3 ab. Wo sind wir denn da? Ja, also jedenfalls die Konzerte sind wirklich interessant und ja, ist, wie Tommy hier schreibt, ein etwas reduzierterer Sound.
Also wir haben einen gewissen bootleghaften Sound, das ist richtig, aber was auch richtig ist, und ich habe inzwischen diese Konzerte, also als Vinylbox, allerdings eine Bootlegbox von, wie heißt es denn, Swinging Pig, ne? So ein Boxset, das Anfang der 90er erschien. Und vom Sound her, ja, nicht perfektes Live, aber auch keine grottige Bootleg-Aufnahme. Wenn man erstmal sich ein bisschen reingehört hat, ist es gut. Ne? Es ist ebenfalls jedes Instrument klar da. Das muss was Besseres sein, als einfach nur da hinten jemand mit dem Radiorekorder gestanden hat. Kassettenrekorder, ja. Okay, fünftens. The Smashing Pumpkins, Adore. Ja, das ist auch ein tolles Album. Auch bei den Pumpkins gibt es viel Gutes und auch Sachen nicht so stark. Sind die letzten Veröffentlichungen. Adore ist eigentlich auch speziell. Jimmy Chamberlain, einer der besten Schlagzeuger, wie ich finde, aber nicht mehr dabei, aus bekannten Gründen. Dafür ein Drumcomputer. Aber es sind wundervolle Lieder auf dem Album. Als ich meine heutige Frau kennengelernt habe, haben wir das Album rauf und runter gehört. Deshalb für mich die Nummer 5. Ja, danke schön, Tommy, dass du dich gemeldet hast und deine Liste reingeschickt hast. Und dann kommt noch der Thomas aus Berlin. Leider werden natürlich bei dieser Auflistung sehr viele meiner Alben nicht gerecht, aber es sollen ja leider nur 5 sein. Also Led Zeppelin mit dem zweiten, Led Zeppelin 2, klar. Der Klassiker schlechthin. Auch bei mir ein ganz früher Einstieg in den Gitarren, in den Rock-Sound. Waren Led Zeppelin ganz früh bei mir auch dabei. Klar. Pink Floyd mit Dark Side of the Moon. Und zwar die MFSL-Variante klingt wirklich noch einmal eine ganze Ecke besser und auch anders als die normale oder Quadrophonie-Pressung. Ja. Das ist, mag sein. Ich habe letztlich, ich hatte auch mal eine frühe Pressung und habe mir dann eine Reissue geholt im Rahmen dieser Reissue-Serie von Pink Floyd selber gemacht. Und da bin ich schon sehr mit zufrieden. Die MFSL habe ich jetzt nicht. Ja, und dann, das ist jetzt etwas, was ich nicht kannte. Beat Street Original Soundtracks, Volume 1 und 2. Also das ist Hip-Hop, muss man sagen, was ich in die Listen so gesehen habe, viel Hip-Hop. Und zwar auch so früher Hip-Hop und Proto-Sachen drauf. Sicherlich sehr interessant. Wenn ich auch nochmal mir besser anhören. Dann Megadeth, Euthanasia, ja. Ja, ist das Nachfolgealbum zu Countdown to Distinction, meine ich. Ja, war früher auch bei uns sehr präsent und lief rauf und runter. No. Und die Depeche Mode Ultra, ja, die finde ich auch höchst interessant. War das erste Album, dann kommen wir gleich ja wieder zu, ne? Nach dem Ausstieg, wie hieß er denn damals noch? Boah, ja komm, ich mit Namen habe ich es nicht so, ne? Also der vierte ist dann nach der Songs of Faith and Devotion ausgestiegen. Und jetzt, ja, das ist eine interessante Parallele. So, und dann war das also das erste Album zu dritt, ne? Die Ultra. Und die wurden nicht betourt, soweit ich das weiß. Gab es nur einen Promo-Auftritt. Deswegen gibt es auch keine großen Live-Bootlegs zu der Tour. Und ich habe da auch zu Depeche wiedergefunden, muss ich sagen. Ich hatte mit der Songs of Faith and Devotion ein bisschen gefremdelt. Mir war das zu nah am Grunge-Hype dran und so. Die ganze Produktion mit I Feel You und Condemnation und diese MTV-Rotation, das war nicht meins. Damals war ich mit Depeche irgendwie erstmal ad acta. Und dann, als die Ultra rauskam, da war ich wieder dabei. Das hat mir irgendwie zugesagt. Das fand ich gut. Also das war ja, manche sagen, das ist eigentlich das Bindeglied zwischen der Violator und der Songs of Faith and Devotion. Ja, kann man vielleicht so sagen. Und also auch für mich ein wirklich Lieblingsalbum habe ich in der Music on Vinyl Reissue, die jetzt schon echt teuer geworden ist. Und original ist, glaube ich, kaum zu denken. Und die ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein einfach LP. Dafür eigentlich doch ein bisschen lang. Aber gut, ist so. Klingt auch irgendwie, weiß ich, nicht so richtig super. Also da habe ich bessere Depeche-Pressungen als die Ultra. Aber trotzdem, das ist vielleicht einfach dieser Sound. Der ist ja auch ein bisschen schwierig auf Vinyl.
So, also, der Thomas sagt dann noch, das sollen also erstmal dann Design, natürlich schwer und so weiter, 5 aus der Sammlung auszuwählen. Und ja, ich gebe die Grüße gerne zurück und vielen Dank auch, dass du hier dazu beigetragen hast. Also, das ist jetzt repräsentativ für die Zuschauerschaft, die ansonsten, ja, man hat ja als Kanalinhaber, kann man ja so ein paar Statistiken aufrufen, also über die Zuschauer, ich weiß auch nicht genau, wie weit die zu treffen sind, aber es ist wohl 100% männlich und ja, Alter irgendwas zwischen 30 bis 50 oder so. Ja, naja, gut, ist halt so, ne? So, anderes Thema. Naja, nicht ganz. Also eigentlich ein schöner Übergang, ja. Depeche Mode Ultra. Jetzt ist ja schon wieder einer von Depeche gegangen. Allerdings verstorben. Und jetzt ist also, haben hier Martin und Dave zu zweit noch ein Album jetzt nachgelegt. Memento Mori heißt die. Ja, und in Erinnerung an Andrew Fletcher, 22 verstorben, in einem Trifold. Das ist ja, also sehr wertig gemacht. Und ja, von der Verpackung her wirklich, also schön gemacht. Was mir nicht so gefällt, das komme ich gleich aber mal kurz zu. Prägdruck, das finde ich gut, das ist sehr wertig. Auch alles einfach in Schwarz-Weiß. Das ja, natürlich aus Gründen. Wir haben hier die World to My Eyes, ich sag mal Geste, gibt's, ist also das Cover der Maxi oder Single World to My Eyes, meine ich, sieht man das. Ja, und wir haben hier noch 3 Schatten. Ich habe jetzt die Hintergründe zu dem Fototake jetzt nicht genau gelesen oder so, aber wir haben hier noch den 3. Schatten von Andrew, der jetzt fehlt. Wir haben hier allerdings im Trifold nur 2 LPs. So. Ich habe jetzt eine rote Variante. Und ja, das ist ja schon mal. Ne? Es gibt, also das finde ich okay. Es sind überschaubare Farbvarianten. Ich glaube 4 Stück oder so insgesamt sind erschienen. Hätte gerne auch nicht die transparente bevorzugt, gab es aber nicht bei meinem Händler hier in Düsseldorf. Und dann ist auch rot, ist ja fein. Ne? Aber das finde ich schon mal irgendwie ein bisschen schräg eigentlich inzwischen. Ne? Dass das, oder das inzwischen ist ja schon lange so. Warum sind jetzt bestimmte Farbvarianten bestimmten Vertriebswegen vorbehalten? Warum gibt es, glaube ich, die, also ich habe die nur im Internet irgendwie gesehen, bei Amazon oder so, die transparente. Warum ist das so? Und warum gibt es teilweise sogar bestimmte Vertriebshäuser eine spezielle Farbe, die nur die haben und so? Ja, das ist dann auch ein bisschen irgendwann too much. Ne? Das ist für Sammler echt schwer. Ja, und dann haben wir halt auf der 4. Seite, die ist dann einfach hier mit dem Etching. Est vere malus. Wer Latein kann sich das ja übersetzen. Mit auch nochmal dem Covermotiv aufgegriffen. Das ist so eine Sache, die einen finden das gut, irgendwie Schmuck, ne? Andere würden vielleicht sagen, ich könnte ja vielleicht auch die Platte auf 4 Seiten verteilen, klingt dann vielleicht besser, vielleicht auch auf 45 Umdrehungen das Ganze machen. Oder ich mache da ein Bonusmaterial drauf. Ja, also ich glaube, wie man es macht, man wird nie jedem gerecht. Ich finde so ein Etching, ich habe es auf einer Alice in Chains, die ist transparent. Da finde ich das ganz cool, das sieht irgendwie cool aus. Aber so jetzt habe ich auch nichts von. Ich hänge es mir auch nicht an die Wand. Bonusmaterial finde ich insofern schwierig, weil wenn ich das jetzt voll mache, die Platte, dann habe ich noch mehr Material, als auf eine CD passt. Und ich weiß nicht, das ist auch aus Künstlersicht vielleicht nicht so stimmig. Was soll ich da jetzt irgendwie so halbgares Material hinpacken, statt ein kerniges Album? Auch manchmal sind Alben nur 30 Minuten lang und der Rest bleibt ja, unverwendet sozusagen. Ja, weiß ich auch nicht. Also
vielleicht auf vier Alben, vier Seiten zu verteilen, muss man ein bisschen öfter aufstehen. Aber würde vielleicht dem Sound noch ein bisschen gut tun. Wäre vielleicht meine Variante. Ich habe das übrigens von innen. Ist das auch noch bedruckt? Ja, kann man machen. Kommen wir jetzt mal da vielleicht zu. Achso. Na gut, wir haben noch zwei bedruckte Innenhüllen. Finde ich gut. Schlank, Texte, zack, bumm. Na, war hier eigentlich noch ein so ein Booklet dabei? Nee, ach, ein Poster. Ja, genau. Ein Poster steckt jetzt hier also in der Seite, wo eigentlich die dritte LP hätte reinpassen können. Ein Poster. So, und dahinter ist also nochmal das Bild einfach komplett. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne? Also das, was ich hier sehe, ist dahinter nochmal so gedruckt. Ja, kann man machen. Das Ganze hat Überformat. Also ich kriege es nicht so rein in meine Hülle. Höchstens so. Ist ein bisschen breiter als normal. Und was ich also sicherlich vermeidbar finde, ist, dass wir hier wieder so Noppen haben. Sieht man das vielleicht nicht so gut vom Stanzen irgendwie. Das muss doch nicht sein, oder? Vor allem bei dem Preis, und da kommen wir jetzt zu. In Schwarz kurz, also mit knapp 50 Euro, in farbig bisschen über 50 Euro für eine Doppel-LP. Da finde ich, muss man schon schlucken. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat hier durch diese Threefold-Aufmachung, das ist mein Eindruck, man hat durch die Threefold-Aufmachung da doch ein bisschen versucht, den höheren Preis zu rechtfertigen. Also für eine Doppel-LP im Gatefold würde man also noch mehr stutzig werden bei knapp 50 Euro und als einziges Gimmick letztlich nur ein Poster. Und vielleicht ein Album, das man, ich weiß nicht, vielleicht auch sogar fast hätte auf eine LP schrumpfen können. Ne? Ich weiß nicht genau, was für eine Spiellänge die jetzt hat. Deswegen habe ich mir so ein bisschen, bisschen Zähneknirschen gekauft. Ja, also das ist schon happig, finde ich. Das macht auch so ein bisschen diese Aufmachung nicht ganz weg, finde ich. Aber ist halt typisch. Ne? Wie man es anders machen kann, deswegen, das wollte ich einfach parallel mal beiführen, ist die Villagers of Ionia City. Das ist eine griechische Band aus dem Bereich, ja, das ist Stoner Rock sein. Mit viel griechisch-folkloristischen Einflüssen, vor allem musikalisch, also Instrumente. Ein Threefold Live-Album jetzt gerade erschienen. Und das kostet eben 45 Euro bei Napalm im Shop. Die sind auch auf Napalm erschienen, ne? Oder was war das? Ja, genau. Bei Napalm im Webshop 45 Euro die farbige Variante hier. Bei Discos drauf. Also, gibt es schon wieder Wucherer, ne? Die wollen da jetzt 60 für haben oder einer mit 90. Ich habe gestern gesehen, als ich die eingepflegt habe in meine Discord-Bibliothek. Na, was ist das? Also, ruhig immer mal. Nochmal bei anderen Webshops gucken, bevor man da bei Discogs klickt. Ne? So geht's auch. Ne? Also für 45 Euro 3 LPs. Auch ein Threefold. Ja. Und was ich übrigens hier gut fand, die kamen eingeschweißt so, dass alle drei Platten in die Mitte gelegt waren und nicht hier rein. Einfach in die Mitte gelegt, so kam das eingeschweißt an. Da kann nichts durchstoßen, da kann kaum was kaputt gehen. Da hat sich jemand einfach Gedanken gemacht und das ist dann wirklich schön. Und gut, Depeche können solche Preise nehmen. Kleine Rockbands, oder was ist klein, aber. Eher undergroundige Stoner-Rock-Bands, also das ist wirklich fair gepreist, finde ich, für heutige Verhältnisse mit einer Dreifach-LP. Leider habe ich die noch nicht live gesehen. Ich hatte ein Ticket
für ein Konzert in, das hätte also 2020 stattfinden sollen. Aber dann kam Corona, dann wurde das Konzert komplett storniert. Die Rückerstattung war total problemlos, nicht so wie bei Eventim und so und sonstigen. Ne? Da blieb man auch auf keinen Kosten hängen, nicht mal Portokosten oder irgendwas. Das war richtig gut, wenn ich mich da erinnere. Aber das ist so ein bisschen immer meine Erinnerung. Villagers, ja, wenn ich das höre, na, das erste verpasste Corona-Konzert. Und ja, ich hoffe, dass ich da nochmal zu komme. Kann ich sehr empfehlen. Ganz tolles Album, ruhig mal reinhören. Und ein Threefold, ich sag mal, no bullshit. Ne? So kann man das mal vielleicht sagen. Schöne Sachen. So geht's auch. Liebe Richterinnen, liebe Richter, ich wünsche euch mal eine ganz, ganz feine Zeit und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Euer Plattenanwalt Simon.